Irgendetwas bringt die Leute hier auf den Höfen und in der Umgebung um. Zombies oder so. Ich verstehe es ja, wenn euch so ein Auftrag nicht gefällt, aber jetzt mal ganz unter uns. Ich weiß nicht, wer es sonst machen könnte. Wir haben alle schon seit einer Woche nicht mehr geschlafen. Es müssen so um die 20 Zombies sein, also zählt sie, wenn ihr sie tötet, falls ihr das vorhabt. Wenn ihr sie alle habt, dann kommt ihr hier wieder hierher und ich gebe euch die 150 Goldmünzen, für die ein paar von uns zusammengelegt haben. Der sagt nicht mal Hallo oder sowas, einfach nur tötet Zombies. Die wenigen Siedler, die das Unglück haben, Landstriche am Fluss hier zu besitzen, sind von einer Zombie-Invasion heimgesucht worden. Ein alter Bauer namens Venrik hat 20 gezählt und will mir die eindrucksvolle Summe von 150 Goldmünzen zahlen, wenn ich sie alle vernichte. Jo. Oh, nach einer Rast kann ich viel klarer denken. Das heißt, wir spielen jetzt eine Runde Zombies schlachten. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet, Sklaventreiber. Und ja, ich kann verraten, ich hatte schon mal Probleme mit dem Gebiet. Ich bin ein bisschen müde. Dass es etwas verbuggt war, wenn ich gerastet habe oder gespeichert und geladen habe. Was die Zombies angeht. Deswegen machen wir das ohne Rasten, ohne Speichern und ohne Laden. An einem Stück. Was aber halb so wild ist, wie gesagt, das ist sozusagen ein Easter Egg-Gebiet, die Zombie-Farm. Ja, das hier ist Farmgebiet ist übrigens. Deswegen nenne ich es so liebevoll die Zombie-Farm. Beziehungsweise es heißt, glaube ich, sogar Zombie-Farm, das Gebiet. Jedenfalls, wenn man andere eingefleischte Baldur's Gate-Spieler danach fragt, sagen sie Zombie-Farm dazu. So, also wir sollen 20 Zombies insgesamt töten. Davon haben wir schon mal 2 getötet. Bleiben also noch 18 Stück ungefähr. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Es sind insgesamt 19. Jedenfalls, soweit ich mich erinnern kann, kann man nur 19 Stück töten. Oder ich habe mich damals verzählt. So, hier sind nochmal 5. So. Diese Zombies droppen nichts, geben fast keine Erfahrung, aber fallen um wie die Fliegen. Deswegen, das Gebiet ist nicht wirklich ernst zu nehmen. So, wir haben jetzt schon mal 7 getötet, da sind nochmal 3 Stück. Also sind wir schon mal bei 10, bei der Hälfte. Mich kümmert's nicht. Immerhin. Ja, gut. Schalten wir mal die KI aus. So, jetzt haben wir schon mal 10 von ihnen auf dem Gewissen. Sozusagen. So, dann gehen wir wieder runter den Weg. Gehen dann auf der anderen Seite rauf. Es gibt übrigens hier noch ein kleines Halbinselstück oder Landstück, wie man es nennen möchte. Aber ich habe nie herausgefunden, wie man das begehen kann. Also, als ich damals das erste Mal Probleme mit der Zombie-Farm hatte und geguckt habe, was ich falsch gemacht habe, habe ich die Karte davon gesehen, deswegen weiß ich das. Ja, Schande über mich, ich weiß. Also, 10 Stück haben wir schon mal getötet. Bleiben nur noch mal 10. So, warten wir erstmal, bis die ganze Gruppe wieder versammelt ist. Und sich nicht mehr so sehr im Weg rumsteht. So, und dann gehen wir hier dicht am schwarzen Gebiet lang.
und hoffen, dass wir noch mal 10 Zombies finden. Da ist schon mal einer. Zwei. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Gut, 2 Zombies weniger. Sind wir schon mal bei 12? Hier scheint es noch mal 5 zu geben, sind wir bei 17. Oh, mit dem da sind sogar schon 18. Okay, 18 haben wir schon mal. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und da ist auf jeden Fall Nummer 19. Nummer 19. Sofern hier oben bei der Scheune nicht noch einer ist, haben wir alle. Nein, du bist kein Zombie, aber du bist einer. Da sind es doch 20 gewesen. Okay. 20 tote Zombies. Kein Problem. Ja, das ist wirklich nur eine Art Easter Egg Map. Einfach nur ein paar Zombies auf einer Farm töten. Wäre das Spiel nicht so alt, würde ich es fast schon als eine Walking Dead Anspielung sehen. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Vielen Dank. Hey, Kollege. So. Danke, das war mächtig großzügig von euch. Vielleicht kommen wir jetzt endlich wieder ruhig, können wir jetzt endlich wieder ruhig schlafen. Hier sind 150 Goldmünzen, wie versprochen. Wenn wir mehr hätten, würden wir euch mehr geben. Aber 800 Erfahrung. Nichts leichter als das. So, jetzt spicken wir noch mal kurz in dein Haus rein. Beinahe unter meiner Würde. Du bist ja ein komischer Körper, denn ich verschwinde jetzt. Immerhin kann wieder auf ihrem Bogen umschalten. Feuerpfeile hat sie noch genug. So, was versteckst du hier drin, Schickes? Bisschen Gold und noch ein bisschen Gold und Geschmeide. Oh, was haben wir hier Schönes? Ein Umhang, ein Schutzumhang. Rüstungsklasse und Ding. Kann aber nicht angelegt werden von ihr, weil sie schon was trägt. Von ihr genauso wenig. Von Minsk nicht, von ihr nicht, von Khalid nicht, von mir nicht. Tja. Und so kommt das Ding zu Minsk. Das wird ja verkauft. Nichts leichter als das. Gut. Er hat gesagt, er würde uns noch mehr geben, wenn er mehr hätte. Und ja, das hübsche, der hübsche Umhang, das hübsche Tüchlein, wollte ich schon fast sagen. Ist doch ein bisschen mehr. So. Trank der Meisterliebeskunst, ein Wahrnehmungstrank. Ach, feinen Schärfen und so weiter. Trank der Macht war
ETW, Trefferpunkte, Schatten, Schlösser öffnen, genau. Wobei wir das jetzt fast gar nicht mehr brauchen. Wie hoch hat Imoen? Schlösser öffnen 85, Fallen entschärfen auch 85. Und sie kann auch mindestens ein Level aufsteigen. Jupp. Da steht sie übrigens kurz davor vor ihrem Levelaufstieg. Ja, hier übrigens auch als Druidin. 150, 300 Erfahrungspunkte nur noch. Minsk ist ein Stück weit weg. Kalid sowieso. Nur Talisa steht nah am. Obwohl ich glaube, Minsk steht näher. Talisa braucht keine 20.000 mehr. Kalid braucht 59.000. Ich glaube, das ist das letzte Level, was Kalid noch machen kann. Minsk braucht 9.000. Okay, da ist er doch näher als Talisa. Yahira sowieso. Imoen auch. Mit knapp 4.000. Dünner hier ist weiter weg. Die braucht noch etwas mehr als 25.000. Ihr habt gerufen? Und dann weiß ich nicht mal, ob das ihr letztes Level war, was sie erreichen kann. Warte, sie erreicht Level 8 vor Kalid. Das müsste wirklich das letzte Level sein, was sie erreichen kann. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. So. Irgendwann ist Schluss. Oh, und wir haben vergessen, bei das Tor freizuschalten. Gut. Ah, wir müssen jetzt schon wieder über die Brücke laufen. Aber währenddessen kümmere ich mich mal kurz in den Inventar. Und wir haben hier Nestas Dolch, den wir ihm zurückbringen müssen. Wir haben hier Zeug zum Verkaufen. Hier ein bisschen was zum Verkaufen. Hat keiner gerade Notwendigkeit an einem Heiltrank. Heldentränke würde ich gerne bei Talisa irgendwann reinstecken. Statt der Feuerodem-Tränke. Magiewiderstandstränke sind sehr gut. Und ein Magieabwehrtrank auch. Das brauchen wir später für einen ziemlich starken Bosskampf eigentlich. Deswegen hebe ich mir das auf. Du könntest Brandöl verschwenden. Absorptionstrank. Angriffe mit Schwetterwaffen. Widerstandfähigkeit gegen Elektrizität. Ist eigentlich nicht so wirklich wichtig. So. Ich würde gerne hier reingehen. Ja, hier ist das Tor. Und wir betreten jetzt offiziell zum ersten Mal Baldurs Tor. Oh. Hey da, Wanderer. Und werden gleich begrüßt. Einen guten Tag wünsche ich euch. Elminster. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Welch wundervoller Zufall, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Noch dazu in einer solch konsumierten Stadt wie dieser. Ah, ich sehe es an euren Augen, dass ihr keine Zeit für ein aufgesetztes Geplänkel habt. Stimmt's? Stimmt schon, unser Treffen ist kein Zufall. Aber es freut mich wirklich, euch wiederzusehen. Es tut gut, euch wiederzusehen. Was bringt euch hier? Ah, alle Bürger der Schwertküste kommen irgendwann nach Baldurs Tor. Und ich war mir sicher, dass ihr da keine Ausnahme werdet. Vergebt mir, dass ich mich weiter einmische, aber ich glaube, es ist gerechtfertigt von allen in Anbetracht des Druckes, unter dem ihr euch zweifellos befindet. Meine Verlästigung verblasst jedoch bestimmt im Vergleich mit dem Einfluss, den andere auf euch auszuüben versuchen. Auch euer eigenes Ich. Gorion hat es euch so gut er konnte aufgezogen.
Aber es ist in der Tat schwierig, Angeborenes zu überwinden. Und in eurem Fall noch viel schwieriger, fürchte ich. Was wisst ihr über Gurion? Er war lange Zeit mein Freund und wir sprachen viel miteinander. Jedoch seltener, nachdem er euch zu sich genommen hatte. Er ist früher ziemlich weit herumgekommen, aber seine neue Rolle als Ziehvater hat er nie bereut. Eine weiterhin stabile Kindheit würde euch besser auf, naja, die Probleme vorbereiten, denen ihr irgendwann entgegentreten müsstet. Er hat sich viel Mühe mit euch gegeben. Ich hoffe, das war nicht alles umsonst.